Einen wunderschönen, meine Lieben. Willkommen zur wahrscheinlich letzten Runde Super Lamina. Es könnte sogar eine sehr kurze Folge sein, weil ich glaube, wir sind im allerletzten Level. Also wir werden den Bums heute durchspielen und eventuell dauert das nicht mal lange. Wir werden sehen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ihr seht ja, wie lange das Video dauert. Kann aber auch sein, dass es sehr lang dauert, weil die letzten Runden ja so hardcore abgedreht waren. Ah ja, schau, den kann ich schon mal hochheben. Aber wir gucken trotzdem mal, ob wir noch irgendwas... Ne, wir finden nichts anderes. Einfach mal ein komplett... Was? Achso, ich kann nur das hochheben. Boah, ich habe jetzt gedacht, ich muss mir da das ganze Haus zusammenbauen. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Wieso kann ich da jetzt nicht rein? Ist noch zu klein. Es ist zu groß. Das heißt was? Weil da ist kein Platz, um das abzustellen. Wenn ich das jetzt immer wieder mache, das bringt ja wahrscheinlich nichts, oder? Ne. Sonst kann ich nichts hochheben. Ich höre Musik. Ja, wird vielleicht doch ein bisschen längere Runde. Ich bin halt jetzt schon wieder viel zu blöd dafür. Hier drin ist nichts. Also hier kann ich nichts hochheben. Ich komme einfach wieder hier raus. Was bedeutet das? Was muss ich jetzt machen? Wenn ich das größer... Werde ich kleiner? Komme ich da jetzt kleiner raus? Ja, oder? Ja, ja. Wenn ich das jetzt nochmal mache... Wenn ich das immer wieder mache, werde ich ja winzig klein. Aber das bringt mir ja nichts. Dann bin ich ja klein. Mein Gott. Ach, geht's auch andersrum? Dann könnte ich riesengroß werden. Aber was bringt's mir, wenn ich riesengroß bin? Bringt ja auch nichts. Krass, bin ich jetzt echt zu dumm, dass ich den Anfang hier mache, oder was? Beim letzten Video haben mir so viele geschrieben, oh, das war total easy. Bist ja so ein Depp. Aber ihr dürft nicht vergessen, beim letzten Rätsel, wenn du das mal 1,5 Stunden gespielt hast, dein Hirn verkommt, dass du gar nichts mehr raffst. Ja, und dann sind die leichtesten Rätsel schon schwer. Warum ich mich jetzt allerdings hier schon anstelle, keine Ahnung. Was ist, wenn ich das dahin tue? Jetzt stehen die sich genau gegenüber. Wow! Boah, ich habe übelst den Grafikfehler erzeugt. Shit. Schau mal, ich sehe, wie ich das da drehe. Sehr geil. Jetzt werde ich da immer kleiner, gell? Ah. Kann ich da auch noch? Alter, Alter. Wow! Soll ich da durchgehen? Jetzt ist mein Haus weg. Ich habe jetzt ein Paradoxon erstellt quasi, weil das, was ich da gemacht habe, nicht möglich ist. Jetzt verstehe ich das. Also mit Überlastung von einer Explosion ab. Oh, oh. Alter! Hallo? Was speichert? Wo bin ich jetzt? Ja, das sieht schon sehr nach Ende aus, oder? Ich will da nicht reingehen. So, das ist so ein Spiegelboden. Not an exit. Haha, das werden wir gleich sehen, mein Freund. Du siehst halt nicht... Wow! Mal schauen, wie es ein Exit war. Du siehst halt... Okay. Du siehst halt... überhaupt nicht, wo du hin musst. Oh, das gefällt mir schon besser. Das schaut ja fast... Naja, ich wollte gerade sagen, das schaut ja fast aus wie daheim, aber... Also, mein Ingame zu Hause. Ich habe keine Rezeption in meinem Wohnzimmer. Schnee. Oh, Regen. Deutschland.
Bei uns ist nur am Pissen. Wenn mal zwei, drei Schneeflöckchen runterfallen, dann pisst es gleich wieder, damit auch ja nichts liegen bleibt. Ich kann mich echt nicht erinnern, wann wir das letzte Mal weiße Weihnachten hatten. Das ist bestimmt... Boah, keine Ahnung, 10 Jahre her? Ja, jetzt wäre mal wieder ein Rätsel... Jetzt wäre mal wieder ein Rätsel cool. Ich laufe eigentlich nur von A nach B. Not an exit. Du bist ja nur eine Kiste. Was soll ich dich denn exiten? Kann ich hier nichts drücken? Nur den Schalter hier. Und den jetzt auch nicht mehr. Den konnte ich nur einmal drücken. Das sieht... Ah ja. Ah ja. Geht's da lang? Das sieht so aus, gell? Ah. Krass. Boah, jetzt kann ich das gar nicht anders sehen. Aber davor sah das für mich aus. Boah, ich hätte schwören können, das sind Wände. Jetzt kann ich das überhaupt nicht mehr sehen, dass da Wände waren. Oder sieht das... Nee, boah, ich drehe komplett durch, Leute, echt. Jetzt muss ich mir in der Wiederholung nochmal angucken, ob das anders aussah, bevor ich durch die Wand durchgegangen bin. Das triggert mich nämlich schon wieder. Das ist irgendwie so ein bisschen, als würde ich sterben oder so vielleicht im Spiel. Okay. Da komme ich nicht hoch. Kann ich da was nehmen? Ah! Hä? Jetzt ist das eine Kiste. Aber ich habe mir jetzt zum Schluss schon noch so ein paar Rätsel gewünscht. Ich latsche halt jetzt echt einfach nur so durch. Aha. Exit. Das sieht doch gut aus. Ah, das ist gar keine Treppe. Ah, hä? Da stehe ich irgendwo an. Ja, kaum sage ich's, werden mir die Rätsel um die Ohren gehauen. Geht's hier irgendwo durch in der Wand oder so? Ah! Jetzt ist es eine Treppe, oder? Es ist zu gut. Es ist einfach zu gut, Leute. Mein Gott! Habe ich schon erwähnt, dass ich froh bin, dass es keinen Sturzschaden gibt? Welcher ist jetzt richtig? Das sind unterschiedlich. Wir gehen hier rein. War falsch. Ich bin Linkshänder, ich hätte links lang gehen müssen. War klar. Okay. Da stimmt schon wieder was nicht. Die kann ich nicht nehmen. Hier kann ich auch nichts nehmen. Hat das mit den Farben da was zu tun? Mysteriös, das Ganze. Jetzt gehen wir einfach mal hier vorbei. Vielleicht ist das wieder so ein... Ich... Aber bringt das was? Nee. Auf der anderen Seite vielleicht? Alter. Okay. Der Dude hat mir gerade gesagt, dass ich so weit weg vom Träumen bin, wie kein Mensch je zuvor. Aber dass ich somit auch mit Perspektiven spielen kann. Okay, jetzt sind wir halt einfach mal... Ich komme aus dem Wasserspender in die übelste Schneelandschaft. Das ist alles so tricky. Es ist alles so tricky. Okay. Ah, das kann ich nehmen. Boah, ich konnte schon so lange nichts mehr nehmen. Was bedeutet das? Wow! Okay, ja, also ich darf nur auf die schwarzen Dinger, oder? Nee, auch nicht. Hä, die kann da stehen. Warum kann ich das nicht? Ah, muss ich mit dem... Ah, okay. Ich glaube, ich weiß. Da, wo die steht...
kann ich auch hintreten. Aber wenn ich es jetzt hochhebe. Bin ich ja weg. Die andere kann ich nicht nehmen. Doch, kann ich. Mann, die konnte ich vorher nicht nehmen. Ja gut, dann muss ich jetzt bloß... Jetzt kann ich dahin, oder? Genau. Jetzt nehme ich den. Ja, muss man jetzt da bloß so einen Weg durchpuzzeln. Das ist doch easy, Freunde. Das mache ich ja mit links, mache ich das. So. Der noch. Zack. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass da noch irgendein Trick kommt. Da kommt mit Sicherheit irgendein Trick. Ja, geklappt. Cool. Da muss ich doch bestimmt nicht hoch, oder? Geht ja auch gar nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Aha. Achso, den brauche ich eigentlich. Reicht das? Schaut gut aus. Okay, haben wir ja doch noch ein paar Rätsel bekommen. Ich habe echt Angst gehabt, dass man da jetzt einfach so durch rusht. Okay. Ach, oh mein Gott, Alter. Gehen wir einfach mal ganz runter. Sieht nicht so aus. Doch. Hä? Ah. Ach Gott. Das ist übelst der Drogentrip. Shit. Oh mein Gott. Der wirst du bekloppt bei dem Game. Ah. Nein. Schaut irgendwie aus wie so ein Intro aus dem James Bond Film. Ja, was denn? Zack. 8 Uhr. Jetzt muss ich aufstehen. Oh. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and by now you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Wieso rutsche ich denn auf die Seite? Dann hört auf zu labern. Often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Dieses Hüpfburg-Rätsel. Ich glaube wieder Flashbacks. Das war schon. Ja gut, jetzt redet der nicht mehr, oder? Gehe ich jetzt meine ganze Reise wieder so zurück, bis ich aufwache? Oder? Mann, jetzt labert er wieder! Chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Thank you.
Jetzt labert er wieder nicht mehr. Jetzt rutsche ich rüber, wetten, er fängt wieder an. In a few minutes, you'll be back in the real world. Glaubt ihr das? Some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But, just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wait up. Subliminal. Boah, ein Meisterwerk. Leute, ein Meisterwerk. Hat mir das Spiel gebockt. Das ist echt, das war Portal-Niveau. Portal ist nur noch ein bisschen besser wegen GLaDOS. Übrigens habe ich GLaDOS in Cyberpunk gefunden. Falls das jetzt ein Spoiler ist, tut es mir leid, aber ihr wisst ja nicht, wo oder was sie da macht. Aber es ist ein kleines Easter Egg, die gibt es auch in Cyberpunk. Hab ich sehr gelollt. Ja, schade, dass wir es durchhaben. Jetzt darf ich wieder auf Steam durchsuchen, was wir nächsten Dienstag spielen. Aber es hat, also das Spiel hat mir richtig gebockt. Gucken wir noch schnell, weil hier stand irgendwas von zusätzliche Modi. Und es ist auch new. Herausforderungsmodus, Entwicklerkommentar, Somnoscope Workshop. Oh. Ja, natürlich. Okay, da kann man anscheinend echt eigene Welten erstellen. Hör mir auf. Digga, hör mir auf. Also allein die Vorstellung, wie komplex dieses Spiel war, werde ich mir da sicher keine eigene Welt erstellen. Also da musst du ja ein kompletter Psycho sein, dass du das hinkriegst. Aber cool, dass es das gibt. Könnte mir vorstellen, dass da so eigene Level gemacht werden. Da können wir aber auch noch gucken, weil es gibt den Herausforderungsmodus. Vielleicht sind das dann so selbstgemachte Welten. Ich würde sagen, da looken wir noch kurz rein. Terms of Service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. Was ist? Ist scheiße, ich habe das nicht gelesen. This will adapt you to eyelids, our interactive lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Ach, ich darf... Ah, ja, okay, check. Ich darf quasi nur zweimal was hochheben, nur zweimal springen und so. Ah, okay. Ah ja, das ist cool. Und das zählt dann für jeden Raum? Das probieren wir jetzt mal. Das finde ich ja geil. Das steht vor jedem Raum an der Tür, was ich machen darf. Also ich darf hier darf ich zweimal greifen. Das heißt... Zack. Aber ich darf nicht springen? Wie soll ich denn da nicht springen, bitte? Na gut, man kann da vorbeigehen. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Was? Wie soll ich denn da nicht springen? Okay, damit beschäftige ich mich noch ein bisschen. Wäre vielleicht, ja, vielleicht kommt ja noch irgendwie was. Vielleicht mache ich ja noch ein paar Videos. Mal schauen. Also wenn es da selbst erstellte Welten gibt, die man machen kann, das wäre ja schon geil. Also da gibt es bestimmt Leute, die sich da richtig auslassen und da richtig coole Sachen machen. Wie bei Mario zum Beispiel gibt es ja Mario Maker, da gibt es ja Level, das ist ja utopisch. Aber an der Stelle hören wir auf. Das Video ist tatsächlich nicht allzu lang. Also ich nehme jetzt 47 Minuten auf. Wenn ich alles wegschneide, wo ich dumm war wie 5 Meter Feldweg, bleibt nicht allzu viel übrig. Aber so ist das halt nun mal. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder das Video liken. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke euch vielmals für den Support und wir sehen uns zum nächsten Video. Remember me for centuries. Mummified my teenage dreams.